Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der November-Edition der Blissim Box aus Deutschland. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in die Box hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Jo, die Blissim Deutschland Box wird mir monatlich zugeschickt, damit ich sie euch vorstellen kann. Ich habe mit euch ja auch schon den wundervollen Blissim Adventskalender ausgepackt. Schaut da gerne mal beim Unboxing vorbei. Und im November erwartet uns ein wunderschönes blaues Design und ich kann es kaum abwarten, mit euch hineinzuschauen. Ich finde einfach, dass sie optisch sehr hübsch aussieht. Ich mag diese, ja, ich glaube, da sind eher Motten als Schmetterlinge hier drauf, oder? Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr hübsch gestaltet. Ich bin auch sehr gespannt, was dann Unbox Butterfly Nicole dazu sagen wird, weil sie ja auch die Box zugeschickt bekommt. Und wenn man die Box abonniert, bekommt man, ich glaube auch, dieses Mal wieder ein wundervolles Willkommensgeschenk mit dabei. Ich kann euch hier ja mal einblenden, was es dieses Mal so gibt. Ansonsten findet ihr es direkt auf der Start-Homepage. Ich verlinke euch das alles unten mal in der Infobox. Schaut gerne mal vorbei. Manchmal ist es halt irgendwie so ein Tool oder du hast irgendwie so ein Ritual-Set, hatten wir auch schon, oder dekorative Kosmetik, also ziemlich cool. Und irgendwie hat sich das ein bisschen gereimt. Tool und cool läuft. Und hier bin ich jetzt einfach mal gespannt, was uns im November erwartet. November ist ja ganz offensichtlich mittlerweile für mich oder für unsere Familie, die wir hier haben, der Monat der Liebe. Nicht nur, weil mein Freund und ich tatsächlich diesen Monat auch dann unser 17-Jähriges feiern werden, am 17.11., das ist so krass, sondern unser kleiner Mr. Bauchi wird auch diesen Monat auf die Welt kommen. Da sind wir schon sehr, sehr gespannt drauf, ne? Ja, ein bisschen muss er noch warten, weil er darf gerne noch ein bisschen wachsen und sich entwickeln und so. Je länger er im Mutterleib bleibt, desto gesünder ist das Ganze. Und deswegen gucken wir jetzt einfach mal rein. Errechnet wäre der 14.11. Ich bin mal gespannt, vielleicht macht er uns auch ein Geschenk zum 17-Jährigen quasi. Magic is coming, sagt uns die November-Box. Wir haben nämlich hier so ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Ich meine, ich konnte mir auch ein Produkt aussuchen. Und hier haben wir dann einmal den Blick in die Box. Genau, ich weiß ganz genau, was ich mir aussuchen konnte. Deswegen wird der Wert meiner Box vielleicht nicht so hoch sein wie der Wert von anderen Boxen. Aber ich konnte mir ein Produkt aussuchen, das habe ich getan. Und hier habe ich jetzt erstmal das Heftchen, wie gesagt, wo drin steht, was drin ist. Und dann gucken wir mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Oder auch die Redaktion sich dabei gedacht hat. Magic is coming. Das Weihnachtsfieber setzt langsam aber sicher ein. Langsam. Erwin steht da immer noch. Da vorne stehen zwei Wichtel. Um mich herum stehen super viele Adventskalender, die nur darauf warten, noch ausgepackt zu werden. Langsam. Seit August. Okay. Sichere dir jetzt deine letzte Dosis Cocooning vor der Glitzerzeit. Es beginnt mit einem kleinen Stechpalmenzweig auf dem Kamin und ein paar Tage später ist der Baum plötzlich komplett geschmückt. Ja, bei Geschenken beginnt es mit einer Kleinigkeit, die du Anfang November unschuldig kaufst und schon ist dein Weihnachtsstiefel am Ende des Monats prall mit Geschenken gefüllt. Der Countdown läuft. Tauche ein in die zauberhafte Weihnachtszeit bei Blissim. Jo, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie die uns dann quasi jetzt in die Weihnachtszeit einführen wollen. Magic is coming, also quasi im Prinzip Vorfreude wollen die uns bereiten, ne? Die Produkte sind hier soweit aufgeführt und ich habe mich dann tatsächlich auch... Mal ist die alternative Creme ist hier auch drin? Nee, leider nicht. Schade, Schokolade. Doch, da kann ich euch dann nämlich nachher auch sagen, welche das war, weil ich hätte das sonst vergessen tatsächlich. Dann Anwendungstipps. Winterroutine aktiviert ist hier aufgeführt. Furoshiki-Geschenk How-To. Also quasi, wie du ein Geschenkschild einpacken kannst. Das sehen wir dann hier. Wer möchte und Bock auf Basteln hat, kann sich das natürlich screenshotten. Dann habe ich hier den Adventskalender auch nochmal aufgeführt im Wert von 275 Euro und ab 54 Euro kannst du den bekommen. Das ist der hier, habe ich euch ja auch schon eingeblendet. Ich finde den dieses Jahr sehr, sehr hübsch, wirklich sehr, sehr hübsch. Und ja, genau. Dann gucken wir mal in die Magie hinein. Also hier habe ich nämlich einmal die Creme, die ich mir aussuchen konnte. Entweder wäre es nämlich eine Creme von Polar gewesen oder Polar und ich sind aber nicht die besten Freunde, die wäre ein bisschen hochpreisiger gewesen oder halt die von Believe, Believe in Truth. The True Cream Aqua Bomb habe ich hier nämlich mir jetzt ausgesucht mit 10 Millilitern.
Und sowas finde ich echt nett, ne? Also wenn du halt die Möglichkeit bekommst, dir entweder eine Farbe von einem Produkt auszusuchen oder die Wirkungsart von dem Produkt, ne? Wenn es Haarprodukte zum Beispiel sind oder so. Oder wie jetzt in diesem Fall, dass du dir eine Gesichtscreme aussuchen konntest. Feuchtigkeitsspendung kann ich persönlich auch immer sehr gut gebrauchen. Und so eine kleine 10 ml Creme, das ist halt auch eine schöne Geschichte zum Verreisen oder wenn ich auf ein Event fahre oder so. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich auch mal so ein kleines Tiegelchen habe. Das wird dann nämlich immer mitgenommen. Und ja, Erwin steht da. Erwin wird auch tatsächlich zugestellt. So nämlich. 5 Produkte haben wir jetzt ja immer in den Boxen drin, mindestens. Und hier komme ich jetzt zum zweiten. Das ist ein Gua Sha Stein. Ja, Gua Sha Steine sind gut. Gua Sha Steine tun auch gut und helfen auch wirklich. Sind halt wirklich so zur Lymphdrüsenmassage super geeignet. Zusammen mit einem Gesichtsöl kannst du die verwenden. Ich weiß jetzt nicht, steht jetzt hier nicht drauf, von welcher Marke der sein soll. Das ist auch wirklich ein Stein, ne? Also das wird Jade sein, denke ich mal. Und sowas macht Sinn, wenn du sowas halt noch nicht zu Hause hast, weil so ein Stein ist halt ein Stein. Die kann, also den, solange du nicht damit irgendwie Tennis spielst oder so oder den auf die Fliesen wirfst, ist der sehr, sehr robust und wird dir dein Leben lang halten, ne? Der wird dir jetzt nicht auseinanderfallen. Ich persönlich finde die gut, ne? Also ich kann da auch gut mit um. Habe tatsächlich aber mittlerweile so ein elektronisches Gerät, was ich sehr angenehm finde, was dann halt auch ja, Wärme abgibt und so, ne? Jetzt gerade im Winter ist es sehr, sehr angenehm. Ja, also da muss jeder für sich selber entscheiden, ne, wie man das jetzt so findet. Ich denke mir, ja, es ist halt noch ein Gua Sha Stein, komm, passt schon. Dann habe ich hier etwas für die Haare mit dabei, Brave New Hair Keratin Mask Concentrate 50 ml. Ich mag super gerne die Masken von Brave New Hair und ich habe hiervon auch schon von dieser Keratinmaske so einen ganzen Bottich mal aufgebraucht gehabt. Die machen eine unglaublich gute Wirkung, riechen richtig toll. Oh, ich mag den Duft, das ist Kokos, glaube ich, ne? Aber ich mag den mittlerweile. Das ist total verrückt. Oder ist das Vanille? Ich weiß es nicht. Also während der Schwangerschaft hat sich so viel bei mir verändert. Mal gucken, ob die Hormone dann auch in der Art und Weise so bleiben, dass ich auf einmal ein Kokosfan werde. Wäre crazy. Aber ich finde diesen Duft so geil. Ja, sehr cool. Macht tolle Haare. Ist ein schönes Haargefühl. Und ja, instantly smooth and stronger hair. Genau. Bam. Dann habe ich hier noch etwas drin. Patika Paris Clean Gommage Sorbet Radiant Sorbet Scrub with Apricot Kernel Micrograins. Ist das fürs Gesicht oder für den Körper? Das müssen wir uns gleich mal in Ruhe durchlesen. 50 ml habe ich hier drin enthalten. Also bei 50 ml hätte ich jetzt eher gesagt, das ist ein Gesichtspeeling oder halt eine kleine Größe von einem Körperpeeling. Visage. Ich habe euch hier ein Video mal fertig gemacht. Fertig gemacht, Leute, gönnt euch hart. Da habe ich euch verschiedene Arten von Peelings auch gezeigt. Das war in Kooperation mit Dalton. Man muss halt einfach immer sich bewusst sein, welchen Hauttyp habe ich und welches Peeling kann ich verwenden. Ich aktuell, Schwangerschaft und bald Stillzeit, Enzympeeling, definitiv, weil sehr sensible Haut. Und da bietet es sich an, halt ein entweder Säurepeeling oder eben ein Enzympeeling zu nehmen. Und da schwanger und stillend keine Säure nehmen sollte, nehme ich dann das Enzympeeling, ist klar. Ne? Bei mir landen mechanische Peelings nicht mehr im Gesicht, sondern nur noch auf dem Körper, weil ich einfach gemerkt habe, dass sie einfach für mich zu stark sind. Gerade wenn wir hier von Aprikosenkernen reden, die sind ja auch irgendwie, also die haben Ecken und Kanten. Ne? Und da muss ich halt tierisch aufpassen mit meinem Gesicht, dass funktioniert einfach nicht so gut. Also da bin ich ehrlich, wenn man jetzt eine super robuste, normale Haut hat, mein Freund zum Beispiel, der könnte easy so ein Peeling fürs Gesicht verwenden und der würde auch nur sowas akzeptieren. Bei einem Enzympeeling und bei einem Säurepeeling würde er sagen, merke ich nichts von. Ich brauche irgendwas, was richtig schrubbert. Würde ich ihm das empfehlen, aber ich nicht. Nee, leider tatsächlich. Auch das musste ich irgendwann mal herausgefunden haben. Ne? Das hat sich dann irgendwann geäußert, indem ich einfach mal umgestellt habe und versucht habe, als ich angefangen habe, auch mit Dalton zusammenzuarbeiten und gemerkt habe, wow, meiner Haut gefällt das irgendwie besser, wenn ich sie jetzt nicht so die ganze Zeit schrubber. Wahnsinn. Okay, und als letztes habe ich hier mit dabei eine dekorative Kosmetik und zwar von Benefit, die Bad Girl Bang Mascara. Die ist richtig toll, die habe ich, glaube ich, sogar noch in Full Size da. 4 g sind hier drin. Die hat so eine ganz lange, flexible Gummibürste
Und die definiert die Wimpern halt so extrem, ne? Und die macht eine richtige, also Definition und Länge macht die halt auch mit rein. Und das ist sehr, sehr schön. Eine ganz feine Mascara. Wenn ich die verwende, verwende ich die am liebsten in Kombination mit irgendeiner Mascara, die halt so richtig Wumm, Volumen, Fülle, Dicke und so in die Wimpern reinbringt. Und dann ist die hier dann quasi dafür da, um mit der anderen Mascara zusammen schön zu harmonieren und so ein schönes Zwischending zu schaffen, um das Optimum halt rauszuholen. Das ist halt so, ne? Ich mag die sehr, sehr gerne und finde das echt gerade richtig cool, dass die hier mit drin enthalten ist. Denn ich beschwere mich sonst immer, dass wir halt irgendwelche Marken auch mal in Boxen mit drin enthalten haben, wo ich mir denke, ja, schön, dass du so teuer bist, liebes Produkt, aber ich kenne die Marke ja nicht mal. Benefit, ich würde sagen, die kennt man. Es ist eine sehr bekannte, hochwertige High-End-Marke. Ich finde, wir haben einen richtig, richtig, richtig tollen Inhalt hier drin. Wir haben ein Tool mit dabei, okay, was vielleicht nicht jeder unbedingt jetzt so hart feiert, aber es ist ein Tool, ne? Dann haben wir auch ein bisschen Gesichtspflege mit, Haarpflege mit, passt. Gut, der Körper wurde jetzt ausgelassen, ist aber nicht so schlimm, finde ich. Schaut, wie gesagt, gerne einfach mal in der Infobox vorbei, da habe ich euch alles soweit reingeschrieben und verlinkt, ne, wie ihr dann dort zu Glycim auch hinkommt. Eine wirklich schöne Box, die sich immer mehr macht, muss ich gestehen. Also die gibt es jetzt seit ein paar Monaten auch in Deutschland auf dem Markt. Vorher kam die aus Frankreich und die hat sich doch sehr gut hier etabliert. Schreibt mir aber auch gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare rein. Da können wir uns wie immer super gerne austauschen. Denn Schwarmwissen ist immer besser als nur ein einzelnes Wissen. Ich habe nur diesen einen Kopf, diesen einen Brain und kann dann wirklich immer nur von mir persönlich sprechen. Und ja, dann war es das auch hier von mir. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!